Einen wunderschönen guten Tag, Couchos, zu einer neuen Folge Operantia. Und ja, wir sind hier in dem komischen Schloss angekommen. Und wir haben hier irgendjemanden drin schreien hören. Ich bin mir noch nicht sicher, was es ist. Alas, my freedom awaits. You sure this is a good idea? Letting whoever's in there out. It's sealed up pretty tight. Worry not. You will be greatly rewarded. We'll have you out in no time. Da ist Joschka dabei. Bei einer großen Belohnung ist Joschka definitiv dabei. Oh, ist das nicht gut? Können wir mit dem Fliegen? Open the door. And looked upon the four-legged beast inside with wonder. You stare as though you have never gazed upon a griffin. A what? In most cases, I would have killed you on sight and fed you to my children. But a griffin is not without his sense of gratitude. I did promise you a reward. This feather. A feather? Is it too late to lock him up again? This priceless feather is imbued with the power to lift any object it touches with ease. You're welcome. I suppose we should also thank you for not eating us. Do not tempt me. You have no idea how hungry I am. Each of you very likely faces a grisly death within these walls. If desperate, perhaps I may return to feast upon your carcasses. But may my gift help delay such an outcome for as long as is possible. Farewell. That creature sure has a knack for memorable farewells. I'll give him that. I think we know just where to test our new gift. Genau da oben. Sind hier eigentlich irgendwo? Ist doch bestimmt hier, oder? Irgendwo hier? Hier vielleicht? 3 Meter? 6 Meter. Hier? Moment, jetzt hat's Cooldown. Da ist die Truhe. Oh, ein Zauberstab. So, wo ist die nächste? Keine Kiste mehr in der Nähe. Alles klar, das ist natürlich gut zu wissen. Dass keine mehr. Kann ich hier eigentlich rein? Nein. Aber cool. Also man kann zwar nicht reingehen, aber das Ding hier, also die Rampe davon, wird tatsächlich mitgenommen. Es ist nicht so, dass man da nicht drauf kann oder. Ah ne, ich glaube, wir müssen die Glocke machen, oder? Ah, deswegen ist da auch ein... Ist da auch eine Feder drauf. Das macht Sinn. Remarkable. I'll need one of these for myself, once we've saved Operantia. So, wir gehen aber nochmal ganz kurz zurück, weil ich will nochmal wissen, ob ich eine Nachricht bekomme über dieser... bei dieser schwebenden Brücke. Denn... Moment, war... Doch, das war eben auch schon zu. Okay, hier kann ich nichts dran machen. Okay. Ja, das ist ja das, was wir in der anderen Höhle noch haben. Und wenn ich jetzt schon mal herausfinden würde, was ich dafür brauche, wäre das ganz cool. Aber vielleicht brauchen wir dafür den Hammer von ihr. Also hier von der Tuse, die wir aufgegabelt haben und die sich mit uns jetzt, die mit uns reist. Ich glaube, wir haben uns gesehen. Hauptsache kein Hinterhalt. Also... dass er keinen Hinterhalt auslöst. Stay down. Besser als wenn die wieder irgendwen beschwören und das nächste Feuer ist nicht so weit weg. Das heißt, wenn ich rasten müsste, hätte ich auch was zum Rasten. Nichts mehr da hinten ist ein Tor, da geht es hoch. Ich vermute mal, dass ich durch die Tür erstmal nicht weiterkomme. Gucken wir mal. Oh, hier ist ein Feuer. Habe ich eigentlich nochmal irgendwelche Rezepte bekommen? Ich glaube nicht, oder? Nee, Rezepte habe ich keine bekommen. Weltkarte, ja gut. Let's just say there's a lot. Ach ja, mir fällt gerade ein, stimmt, ich wollte. This is the door to the barracks. We must find a way in.
Ich wollte ja eigentlich meine ganzen Sachen mal verkaufen, damit ich das Inventar aufgeräumt bekomme. Ja, habe ich noch nicht gemacht. Muss ich irgendwie... Muss ich mal machen. So, da oben ist wieder ein Gegner. Was ist das hier links? Da geht's runter, wenn ich das... Moment. Komm. Wir können ihn überraschen. Wobei es sowieso wahrscheinlich egal ist. Wir machen hier schön wieder alle möglichen AOE-Effekte. Diesmal könnten sie nicht alle down gehen. Ja, das habe ich befürchtet. Mit ihm habe ich nicht einen AOE, oder? Also ich habe hier Schild etc. Aber ich habe nichts, womit ich AOE-Schaden mache. Na, so ein Ärger. Dann finde ich zumindest mal einen. Okay. Damit können wir ihn finishen. Er kann ihn finishen. Und er finisht ihn. Immerhin keine neuen Beschwörungen. Wie sieht es eigentlich erfahrungsmäßig aus? Die drei sind relativ dicht dran an Level 9. Er braucht noch ein bisschen. Das könnte funktionieren, dass ich gar nicht groß rasten muss. Okay, also hier oben geht es rein. Was ist das da für ein Loch? Aber bevor wir da reingehen, gucke ich einmal, ob ich hier runter käme. Ne, hier geht es gar nicht runter. Ach, das ist theoretisch zwar eine Treppe, aber da liegt Schutt drauf. Gut. Also keinen weiteren Gang, den wir erkunden könnten. Da ist nix. Ich habe die Truhe gesehen. Aber... Guck mal, da liegt auch was drauf. Neuer Tagebucheintrag. Wir haben halt schon wieder so viel. Eine Nachricht an den neuen Captain oder Kapitän. Mein lieber Freund Captain Ferdinand. Es ist mir ein absolutes Vergnügen, Ihnen meine Verantwortung über diese Burg zu übertragen, bis der Sohn von König Vakar mündig wird, sie für sich in Anspruch zu nehmen. Erlaubt mir, ein kleines Geheimnis mit euch zu teilen, nur zwischen uns Kapitänen. Untersuche das Bücherregal genau. Du wirst oft zu beschäftigt sein, um zu lesen, aber manchmal haben Bücher einen großen Nutzen. Größeren Nutzen, als man anhand des Deckblatts denken würde. Tatsächlich ist der Rücken eines bestimmten blauen Buches viel nützlicher. Wenn du einmal ganz verstanden hast, worauf ich mich beziehe, wirst du hier einen ausgezeichneten Ort finden, um nicht nur über Dinge in Frieden nachzudenken, sondern auch über deine größten Schätze. Viel Glück, Sir. Möge die Festung Deva für die kommenden Jahrtausende stolz sein. Okay, wo ist das Bücherregal? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Was geht mit ihm? Da ist eine leere Truhe. Und hier ist noch eine... Oh, ein Söldner-Outfit. Und ein kleiner Edelstein. Da können wir doch gleich mal gucken. Lohnt sich hier irgendwas? Nein, das behält er. Ach, Mann... Warum kannst du dir denn nicht merken, dass du bitte dieses Ding an... Kann ich das locken irgendwie? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, nicht ablegen. Das ist Standard. Ach so, ach, das ist... Gegenstand ausrüsten... Ja, ich kann es leider nicht locken. Das wäre schön, wenn ich einfach sagen könnte, hier, bitte, du bleibst immer angelegt, auch wenn ich optimieren drücke. Ich möchte ihm ja das Schild lassen. Lady, we have reached your hammer. Thank you, Mezei, Knight of King Vakar. You know of my kingdom? Of course she does. She helped build its castle. I was there. Anna! In the flesh, so to speak. Naja. Help me release you. Free my hammer. You will have that chance if you earn it. How many of them are under your control, Anna? Of those who betrayed me, only Baldijar escaped my wrath. And yourself. Though that will soon change. I have opened a door. Enjoy your reunions. Das ist aber nett. I have so many questions.
ask me as we camp. For now, be you ready for anything. Kann ich da reinfallen? Nein. Ich kann mit dem Zeug hier interagieren. Moving this floor dial does nothing without the proper tokens in place. Ach ja. Ich weiß zwar nicht, was für Tokens, aber okay. Ohne die richtigen Tokens bringt es nicht. So, wo ist jetzt das Bücherregal? War unten ein Bücherregal? Doch, unten war ein Bücherregal. War es nicht? Doch, da. Nice. Favorite book. Do you even read? It's my favorite book because it always reveals a secret room. Every castle it's in, every time. They must sell them in bulk. Genau. Oh, guck mal, hier haben wir wieder so ein Lichtspiel. Was ist denn hier noch alles? Da ist noch eine Truhe. Mal gucken, ist der Langbogen für einen von euch geeignet? Nee. Für dich auch nicht. Toll. Da finde ich hier einen Langbogen. Ist der wirklich besser? Naja, behält den anderen, wenn ich optimieren drücke. Dann. Da ist eine geschlossene Tür, aber vielleicht. Wobei, ich komme ja eh von der anderen Seite dran. Ein Truhenschlüssel. Auch praktisch. Well, damn it. Okay, damit hatte ich jetzt. Ach du Heilige. Ach du Heilige. So, wir müssen auf jeden Fall das Gedöns im Hintergrund wegmachen. Der hat 240. Oh shit. Er hat 214 Leben. Ich muss verspotten. Verspottet alle Feinde. Danach muss ich irgendwie mal heilen. Also ich kann eh momentan ja nur ihn angreifen. Well fought. Ja, heil dich mal selbst. Und dann machen wir den da hinten mal noch. Hallo? Ah ne, das hier wollte ich machen. Jetzt kann ich ihn hier im Single Target machen. Ah, nimmt doch gar nicht so schlecht Schaden. Ich bin gespannt, wofür jetzt gleich dann bitte die, die Truhe da noch, die das Lichtgedöns ist. Er macht schon ziemlich Schaden, muss ich sagen. Was habe ich denn sonst? Giftimmun, angstresistent, schlafunfähig. Das hier klingt doch nicht schlecht. Aber es macht keinen Schaden. Gift nimmt er ja gar nicht, haben wir gesagt. Ja. Mal so ein bisschen hochheilen. Jetzt habe ich eh quasi keine. Ach, ich muss jetzt auch nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich nochmal auflade. Aber. Ja. Er hat so wenig HP nur noch. Dass das eigentlich egal ist. Hey, warum darf er zweimal angreifen? Das ist nicht nett. Jetzt greift er nochmal an. Alter! Das ist eigentlich nicht in Ordnung. Warum durfte er so oft angreifen? Oh, jetzt habe ich natürlich hier zwei Level-Ups bekommen. Hier auch fast. Jetzt lohnt sich das Rasten wieder nur so halb. Das war Captain Ferdinand, Defender of this castle. It speaks well to your skill that we did not perish. Oh, I'm sure we'll have plenty of other chances for that. Nee. Ich befürchte auch. Eine Ledertunika. So, gucken wir doch mal. Die Ledertunika könnte bestimmt einer von euch. Nee, du nicht. Du vielleicht? Nein. Du? Ja, für dich ist die Ledertunika gut. Für den Abenteurer, der mehr an Mobilität als an Schutz interessiert ist. Wenn ich mir die allerdings angucke,
Hat die nur Schutz, die hat keinerlei sonst was. Ah gut, wir lassen sie mal angezogen. So, was hatte ich hier eigentlich? Perfekter Treff. Stimmt, ich habe, glaube ich, zu viele Fähigkeiten aktuell. Aber ich würde sagen, ich mache mich aktuell einfach noch ein bisschen stärker. Komm hier, pur Stärke. Ich weiß, es wird sich wahrscheinlich nicht so richtig lohnen. Du bekommst ein bisschen mehr Leben noch dazu. Und mit dir wollte ich, genau, wollte ich auf den AOE-Angriff, den habe ich mittlerweile. Und hier unten haben wir auch nochmal einen AOE-Angriff. Energiekosten reduzieren klingt doch auch sinnvoll. Shit, wenn ich das hier oben zähle, das nicht für hier. Oh, shit. Ich dachte, das zählt mit. Na gut, dann haben wir das jetzt verschwendet, aber ist auch nicht so schlimm. Okay. So, was bekomme ich hier wohl zu sehen? Wir laufen einfach mal alles ab. Ich würde vermuten, dass ich irgendwas hier unten zu sehen bekomme. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Okay. Wir füllen das Ganze nochmal auf. Und gehen einmal nach oben. Wo könnte ich wohl damit was machen? Könnte ich da vielleicht reingucken noch? Da habe ich eben nicht reingeguckt. Einmal hole ich es mir noch, dann gucke ich einmal da in die unter die Treppe noch. Und ich gehe noch in den anderen Raum. Ansonsten, ja. Gehen wir, glaube ich, gleich einmal speichern. Und werden dann beim nächsten Mal mal schauen, was uns hinter der Tür erwartet. Okay, da ist jedenfalls nichts. Jetzt kommen wir hier nochmal eben rein. Ja. Da ist aber auch nichts. Okay. Okay, okay, okay. Ich meine, man könnte jetzt noch hier rausgehen. Da, wir müssen da sowieso hin. Okay, kommt. Dann hole ich jetzt noch einmal das Lichtgedöns. Und dann schauen wir, ob draußen noch was ist. Weil ansonsten erreiche ich keinen Ort mit dem Licht. Und dann ist die Frage, ob es vielleicht erst wieder zum späteren Zeitpunkt dazu kommt, dass sich das lohnt. Da ist nix. Hier sehe ich auch nix. Doch. Okay. Never have I seen such a monstrosity. Anna is one with this fortress. She controls every stone. On the bright side, he doesn't look very smart. Then again, Yoshka, it is smart enough to wish you dead. Maybe I could learn something from it. Oh, yeah. Der nimmt so gar keinen Schaden. Erstmal wirst du bitte angegriffen von ihm. Also er ist, hat hohe Resistenzen, ja, schön. Aber was mache ich dagegen? Er blockt auch einfach stumpf alles. Gut, dass welche Level up hatten, ey. Haut er wieder zu. Aber solange er ihn haut, ist es alles relativ in Ordnung. Das bringt mir halt nichts. Ich mach keinen Schaden an ihm. Es wäre sogar geprockt. Krass. Also der Instant Kill wäre gerade geprockt. Das ist nicht so gut. Nehmen wir alle mal so ein bisschen. Ja, es bringt halt nichts. Mit ihm können wir wieder spotten.
ob das hier was bringt. Ich wusste zwar nicht was, aber... Feuerschaden bringt mir halt... Es bringt nur Füße, aber... Ja, das... Der Kerl ist irgendwie heftig. Ich mache ihn jetzt einfach mit normalen Angriffen fertig. Alles andere ist sinnfrei. Ist das physischer Schaden? Das ist physischer Schaden. Einmal heilen bitte. Und gleich ist die Energie wieder weg, aber das ist nicht so schlimm. Das hätte ich vielleicht mal früher machen sollen, fällt mir gerade so auf. Ich habe keine Energie mehr für Spott. Oh Gott. Aber er ist fast down. Ein Angriff noch. Sterben tut auch keiner, von daher. Ist alles gut. Jetzt hat er das nächste Level. Aber wobei, jetzt brauche ich es halt definitiv. Jetzt muss ich mich definitiv heilen. Okay. Dann würde ich sagen, setzen wir uns hier unten an das Feuer. Hier ist sowieso nichts mehr. Und beim nächsten Mal treten wir hier durch diese Tür. As the companions rested, Keller revealed the story behind Deva's decrepit state. For centuries, all of Operencia revered the stonemasons for creating some of the greatest structures known to man. Any task bestowed upon us, we gladly handled with unmatched mastery and skill. We never failed until one day. Not so long ago, we did. There is a reason so few live between Deva and the Great Forest. A curse has lingered for so many years. Time itself hides its origin. Yet King Vokar, the very man you serve, Mezei, insisted on expanding his kingdom here with a castle so grand it would rival the greatness of his own. We believed we could do it. The curse? It believed otherwise. Day and night we worked, but whatever we constructed by day collapsed. Whatever we built at night fell to the ground by morning. My second in command, Boldijar, had studied the dark arts in his spare time. A hobby, he called it. And from that, an unfathomable solution emerged. With the right mixture to our mortar, he said, we could defy any curse. Its key ingredient, the warm blood and bones of the next person to set foot on this site. And that person was Anna. Not without much debate and many harsh words, I assure you. But yes, Anna. A stunned silence consumed them. Until Sebastian could no longer handle his pent-up rage. You sacrificed a poor girl for pride? And the price is being paid as we speak. The endless night empowers her tortured soul, though I do not know what set it free. Nothing more will I say of this now. But you will say more. There's more to this story. If we didn't need you to progress, Kayla, I'd shoot an arrow straight through your chest with no hesitation. I would not stop you. I would. I know that's a lot to take in, everyone, but we must move on. Agreed. I thought you'd like to know. New items are available. New items are available. Oh Mann, ey. Das ist ein bisschen crazy hier. Da opfern sie einfach, also da wissen sie von dem Fluch, glauben nicht an den Fluch. Opfern dann einfach eine Mädchen, das da entlang gelaufen kommt. Und ja, jetzt werden sie davon verfolgt, wenn man so möchte. Eine crazy, aber irgendwo doch interessante Geschichte, finde ich. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, haut rein.